Servus, Freunde des schlechten Geschmacks und der seichten Unterhaltung und willkommen zurück zu Big Ambitions. Ich habe mal eben ganz schnell Pause gemacht, weil ich habe geladen und direkt eine Message bekommen. Bürounternehmen, sie sind Einzelhandelsgeschäfte ähnlich, aber es ist wichtig zu berücksichtigen, Nachbarschaft gefragt, du weißt, was zu tun ist, also tu es. Ach so, das ist nochmal die Message für... So I think it's time for you to move into some new territory. Office-based businesses. It's similar to retail businesses, but it's important to consider what's in demand in your specific neighborhood. You know what to do, so do it. Also, wahrscheinlich, ja, okay, nochmal dazu. So, wo sind wir denn stehen geblieben? Was wollten wir denn machen? Ich hab da mal was übrigens, was neu. Ach nee, das sieht ihr auf YouTube gar nicht. Hahaha. Da war eine ganz kurze Frage. Wieso fehlt denn da was? Euch fehlt ja was. Warte mal, hä? Wieso fehlt denn bei euch ein Stück vom Bild? Was ist denn da los? Da ist alles drin, warte mal ganz kurz. Wieso fehlt denn da was? Das ist aber komisch. Moment. Das sehe ich ja jetzt erst. War das vorher auch schon so? Ich fühle ja einen ganzen Meter vom Bild. Oder fehlt mir ein Meter? Nee, mir fehlt ein Meter. Ach nee, warte mal. Hä? Das ist da oben? Soll aber da unten sein. Ach, ich sehe schon. Oh, ich glaube, meine Capture-Karte ist im Arsch. Warte mal ganz kurz. Wir haben mal gleich ganz kurz kein Bild mehr. Ich nehme mal eben... Moment. Ich ziehe mal ganz kurz den Stecker. So, einmal alles weg. Und jetzt dauert es ganz kurz. Warte, warte. Oh, ich bin nicht ganz gut ausgekiet, sehe ich gerade. So, jetzt passt wieder. Ich weiß nicht, was los ist. In letzter Zeit, komischerweise, aber es ist nur in der Aufnahme. Also entweder ist meine Capture Card broken. Oder... es kann eigentlich nur die Capture Card sein. Weil... Also in der Aufnahme habt ihr gerade im Stream, ich erkläre es mal ganz kurz. Warte, wo ist meine... Warte. Ich erkläre es mal ganz kurz. Also, das hier unten, dieses Garmin District, ne, quasi direkt hier über, war in einer Aufnahme gerade das Bild abgeschnitten und war hier oben. Und das hatten wir letztens bei One Piece auch schon mal, nur da war es in der Hälfte abgeschnitten und vertauscht. Das Ding ist aber, es ist im Stream nicht. Und darum wieder ist das Ding, dass das Bild, was ihr im Stream habt, kommt aber von dem Aufnahmebild. Also kann es eigentlich nur an der Capture Card liegen. Dass die das Bild nicht... kann sein, dass die Capture Card broken ist, ne? Das Problem ist, wie willst du das ausprobieren? Weil mal so, mal so. Ich habe auch manchmal so ein komplett grün verzerrtes Bild. In der Aufnahme, aber im Stream ist alles gut. Also kann eigentlich, also am Kabel kann es nicht liegen. An allen anderen davor auch nicht. Also kann es eigentlich nur die Capture Card sein, selber oder das. Oder meine Grafikkarte. Naja, Grafikkarte auch nicht. Ist ja nur ein OBS. Also kann es eigentlich nur die Capture Card sein, ne? Na toll. Die ist auch noch teuer. So, okay. Gut. Die üblichen Probleme, die wir so haben. Gut, dass ich das gesehen habe. Ich dachte erst, da fehlt was vom Bild, aber da fehlt nichts vom Bild, sondern da oh, war mal wieder abgeschnitten. Interessanterweise ist aber, egal wie ich es resette, wenn ich ein... Ich muss nur irgendwie das Signal resetten in der Capture Card und dann geht's wieder. Weil ich habe jetzt gerade die Stromversorgung vom HDMI... Vom Switch rausgezogen und wieder reingesteckt und dann ging's wieder. Aber ich kann auch genauso gut das HDMI-Kabel aus der Capture Card rausziehen und wieder reinstecken, dann geht's auch. Also scheint irgendwie ein Signal zu sein.
Oder also in der Capture Card vielleicht, keine Ahnung. Ich weiß es einfach nicht. Es ist faszinierend merkwürdig. Das ist so ein bisschen komisch. Aber ich sitze da aber. Doch, ich sitze gut. Wir wollten. Wir hatten. Wir haben erstmal ein bisschen Geld auf jeden Fall. Und dann wollten wir. Es ist ein neuer Tag, ne? Ja, mehr oder weniger. Und dann wollten wir ein Personal einstellen, ne? Und was noch? Wir haben noch einen Kundendienstler. Fürs Klamottengeschäft, ne? Wir wollten noch einen Kundendienstler fürs Klamottengeschäft haben. Teilzeit. Da müssen wir erstmal gucken. Brauchen wir denn noch irgendwo einen Teilzeitler? Zeitplan. Oh ja, hier. Okay, den nehmen wir auf jeden Fall. Den nehmen wir auf jeden Fall. Und den würde ich aber erstmal auf Schulung schicken, außer es gibt schon Personal. Einen guten Personalleiter. Großer Besprechungstisch, Schreibtisch 2. Mehrzweckstuhl. Ah, Mehrzweckstühle sind teuer, ne? Aber dafür 28%, naja. Ist nicht so geil. Ich frage mich halt, ob für den jetzt, braucht der dann jetzt einen eigenen Schreibtisch oder... Die nehmen beide gleich viel, der ist aber jünger. Ich nehme den. Und... Man müsste es jetzt einmal testen, ne? Personalleiter. Schreibtisch 2 hat er schon abgehakt. Das heißt, wir haben ja einen wir haben ja so einen Chefschreibtisch, ist das ja. Den haben wir. Das heißt, der muss da nicht selber dran sitzen, sondern das reicht, wenn einer da ist. Okay, dann würde ich den erstmal trainieren. Warte mal ganz kurz. Lass mich aber einmal nochmal gucken. Angestellte. Personalleiter. Mitarbeiter mit der Fähigkeit Personalleiter werden im Hauptsitz eingesetzt. Das Fähigkeitslevel Prozent definiert, wie viele Mitarbeiter sie verwalten können und wie viele automatische Mitarbeiterschulungen kostet. Sie können folgenden Arbeitsplatz, Computer. Okay, ich würde den erstmal, den Personaler würde ich erstmal auf Schulung schicken. Achso. Ja, immer wieder dasselbe hier. Kostet, das geht. Und dann. Den würde ich dann erstmal schon mal einsetzen. Boy Taco Kick. Dienstplan. Ist ja auch nur ein Teilzeitler. Aber der müsste, glaube ich. 28 Stunden. Können dann einmal die Öffnungszeiten verlängern. Der will aber nicht länger, ne? Nee. Ungünstig. Vor allem von 8 bis 16 Uhr, Alter. Ist ja nix. Ja gut, wir arbeiten ja 7 Tage die Woche. Hm. Okay, dann ist das doch eher was. Dann brauchen wir auch noch mehr, ne? Haben wir da noch eine Kampagne offen? Kundendienstler. 6 Tage übrig, 4 von 5. Okay, also einen kriegen wir noch. Das ist gut. Dann müssen wir los für den Personaler Sachen kaufen. Also ein Schreibtisch. Ein Stuhl und Computer. Auf jeden Fall. Den quetschen wir einfach auch in das Büro mit rein. Okay, im Auto kann ich auch nicht ranzoomen. Faszinierend. Den quetschen wir aber auch in das Büro mit rein. Dann haben wir in dem anderen Raum noch ein bisschen Platz. Wir brauchen ja sicherlich noch mehr. Und der muss dann den Logistiker schulen und den Fahrer. Mal gucken, wie viele der gleichzeitig dann machen kann. So, und im Stream, Ladies and Gentlemen, die dürfen mir mal gerne sagen, wie der Ton ist.
Beziehungsweise der Sound, der sollte jetzt besser sein als die letzten 1000 Stunden, die ich gestreamt habe. Sollte jetzt hoffentlich besser sein. Weil wegen, habe ja gestern nochmal eine Soundkarte eingebaut. Jetzt gibt es ja Ton nicht mehr über Klinke, sondern über ein optisches Kabel. Bin mir nicht ganz sicher, ist ein Metal in Ordnung? Ich weiß nicht, ich würde doch lieber was anderes machen. Ich mache mal eben Pause. Ich mag zwar Metal, aber ich glaube, Classic Rock fand ich beim letzten Mal besser. Ich finde, das weiß ich nicht, passt irgendwie besser. War auch zwischendurch was Ruhiges dabei. So, wir kaufen wieder mal einen stinknormalen Stuhl für den Hi-Yo-Pi. So einen Standardtisch. Und dann brauchen wir noch so einen Billo-Computer, damit er arbeiten kann. Also Büroleute am besten nur noch die einstellen, von denen wir sowieso schon die Voraussetzungen erfüllt haben, oder? Glaube ich. So, Billo-Computer. Und dann ab nach Rikasse hin. Kost 1,3. Und dann müssen wir auf jeden Fall das Restaurant noch einmal auf Kurs bringen, dass wir da mehr Leute, mehr Kunden durchbewegen können. Ne? Also brauchen wir nochmal 2 Theken und 2 Grills. Und dann würde ich das vielleicht auch mal mit einer Salatbar versuchen. Dann brauchen wir noch Salatlieferungen. Müsste ich aber einmal gucken, was der Spaß kostet. Entschuldigung. War glaube ich hier, ne? Man. Also ein Hotdog-Grill brauchen wir auf jeden Fall nochmal. Der ist beim 2,6. 2,6, 3,6, 4,4, 4,5, 4,9. 4,13, 4,14, sagen wir 4,5. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem Industriegrill schwimmen soll. 4,5. Wo ist denn die Salatbar? 4,5. Gibt es hier anscheinend nicht. 4,5. Hier, 4,5, 8,5 bräuchten wir dafür. Ja, haben wir nicht ganz. Das haben wir im Moment nicht ganz. 8,5. Da müssen wir dann eigentlich mit der nächsten Runde kriegen. Da müssten wir eigentlich sogar mehr. Wir machen aktuell 4.000 Umsatz. Das ist gar nicht so schlecht, gell? Weg da. Können wir eigentlich auch gleich kaufen, oder? Ja, wobei, geht glaube ich nicht ganz in ein Auto rein. Aber dann hätten wir es schon mal. Bin da... Außer es steht gerade eine Lieferung an, ne? Dann lieber nicht. Warte, muss ich eben gucken. Die sind bei 4. Die sind bei 1. Also steht keine Lieferung an. Dann würde ich das durchaus mal in Betracht ziehen. Und eine Kaffeemaschine brauchen wir auf jeden Fall noch fürs Kaffee, ne? Also ein Industriegrill. Ein so ein Schrank. Dann ein Hotdog-Grill. Und noch so ein Schrank. Das ist ja jetzt schon bei 8,5. Hä? Ach so, weil ich mich verklickt habe. Schrank und Schrank. 5,2, okay. Das geht. Da müssen wir bestimmt nochmal nachher die Lieferung anpassen, wenn wir zu wenig haben. Weil wir dann jetzt ja auch mehr verkaufen können, ne? So, dann fahren wir erstmal ins Büro. Wir bilden den Personal aber erst auf 100% aus, ne? Das ist, glaube ich, sinnvoller. Was hier? Die Musik ist wie in so einem XLF-Film, Alter. Gerade in so einer Crime-Scene.
So, Kollege. Dann kriegst du jetzt dein, dein Tischchen. Was? Ah, siehst du, guck mal, der passt hier perfekt hin. Da wisst ihr irre bei. Wissen wir manchmal zu. Stört eh nur Stuhl. Plasieren. Warte mal, den plasiere ich erstmal da. Ich nehme erstmal den Computer. So, jetzt müssen wir eh erstmal wieder ein bisschen warten, bis wir genug Kohle haben. Moment. Nee. So. Nicht Pause. Platzieren. Warte, so rum. Der sitzt dann. Ich würde sagen, da außen. Okay, der sitzt hier. Ist, glaube ich, egal, ne? So, und dann weiter zum Western Wang. Da müssen wir dann die nächsten Sachen aufstellen hier. Dann mal ein bisschen umbauen. Aber nichts, was wir nicht hinkriegen. So, ich versuche jetzt auch wirklich mal vorsichtiger zu fahren. Ne? Erstmal den Schrank. Das ist ja schön dunkel hier. So, dann. Kannst du das mal eben da so platzieren? So, die einmal erstmal darüber. Ein Schrank. Und dann hole ich mal eben die Sackekarre. Damit ich den Rest gleich auch einmal hole. So, jetzt kommen die alle angescheißert. Jetzt haben wir natürlich gleich erstmal wieder einen Kundeneinbruch, weil wir natürlich den Laden betreten haben. Wie können wir es wagen, unseren eigenen Laden zu betreten? Ich hoffe, das wird nochmal rausgepatcht demnächst. Wie gesagt, ist noch Early Access, also alles gut. Das ist halt schon ein bisschen doof. Hallo? So, Hotdog. Hotdog. Und Burger. So, jetzt müssten wir eigentlich gut dabei sein, was das angeht. Schnellrestaurant. 30 von 30. Ja, super. Dann würde ich hier noch. Also, Pommes würde ich. Ich würde das hier eigentlich noch richtig ausbauen. Mit Pommes und Salat und den ganzen Scheiß. Ja, was kannst du denn hier? Warte. Geschäftsarten. Schnellrestaurant. Hotdog. Getränke haben wir. Pommes haben wir. Nee, Burger haben wir. Also, Pommes müssen auf jeden Fall noch hier. Pommes, Salat und Pizza. Frage ist, wie. Was brauchen wir dafür? Dafür brauchen wir einen Pizzaofen, der ist voll teuer. Eine Fritteuse. Und eine Salatbar. Eine Fritteuse und eine Salatbar würde ich auf jeden Fall dazu nehmen. Eine Fritteuse und eine Salatbar. Eine Salatbar kostet 4. ...4.000 und eine Fritteuse kostet... Boah, sind wir auch wieder bei 8,5. Da sind wir dann auch mal wieder bei 8,5. Aber es muss sich halt lohnen, ne, mit den Lieferungen, dass wir die regelmäßig auf jeden Fall bekommen. Ohne Gefahr zu laufen, dass irgendwas uns ausgeht. Eine Fritteuse und eine Salatbar. Brauche ich mal einen Zettel, damit ich mir das irgendwo hinschreiben kann. Es ist 21 Uhr, dann gehe ich erstmal pennen. Fritteuse und Salatbar. Das müssen wir merken. Boah, 9000, Alter, was ist los?
okay, Fritteuse und Salatbar können wir uns wohl leisten. Gibt's aber nicht in denselben Geschäften, ne? Fritteuse und Salatbar. Das eine war da, das andere war da, ne? Das ist ein bisschen nervig, finde ich. Genau, hier war die Salatbar und hier war die Fritteuse, ne? Ja. Dann würde ich erstmal die Fritteuse holen und danach die Salatbar. Dann brauchen wir da noch Pommes und Salat. Warte mal, wir können uns ja schon mal einstellen. Pommes und Salat. Stornieren. Pommes. Nehmen wir erstmal 2000. Und Salat auch. Achso. Ach, das vergesse ich auch mal wieder. So. Kaffeeburger. Pommes und Salat. Bestellen. Kaffeeburger, Klamotten. So. Hat er das hier jetzt auch übernommen? Kaffeeburger, Klamotte, ja. Pommes und Salat. Und dann brauchen wir auf jeden Fall noch ein Lagerregal. Ein Palettenregal. Was? Ach, heute ist Sonntag. Scheiße. Wir gehen heute nicht auf. Haben die Alba halt heute nicht auf? Nee. Okay. Dann könnte das schwierig werden mit der Lieferung, die wir brauchen. Ich habe sowieso vergessen zu essen. Aber dann würde ich jetzt eh gleich mal pennen gehen nochmal. Warte, ich wach erstmal um 18 Uhr auf. Wegen der Schulung. Das war falsch. Bestätigen. 9 macht er, glaube ich, auf, ne? Okay, Lieferung konnte geliefert werden, komplett. Das ist sehr schön. Und Frederick Green hat sich krank gemeldet. Wo arbeitet der denn? Bei der Futteria im Kundendienst. Frederick Green, wo arbeitet er? Mitten in der Tagschicht. Uff. Um 12. Dann versuche ich mal um 12 da zu sein. Ich habe wieder nicht gegessen, weil ich schlau bin. Jetzt vergesse ich das schon wieder mit dem Essen, ey. So, ich nehme noch mal ein Palettenregal mit. Wo ist die blöde Fritteuse da? Fritteuse. Und dann brauchen wir noch eine Salatbar. Und müssen wir der Liefertour auch noch einstellen, dass der Salat liefert, ne? Das heißt, wir bräuchten eigentlich auch noch ein paar Lagerregale. So. Aber wir können das erst liefern, wenn wir das Inventar dafür gestellt haben. Ich weiß, das war jetzt nicht schlau. Ich hätte gleich reingehen sollen, ne? Lager, Palettenregal. Einmal aufstelle. Gucken wir erstmal, wie voll sind die denn hier jetzt? Oh ja, okay. Platztechnisch geht's aber noch. So, platzieren. Dahin.
Ich muss unbedingt was essen, ne? Gleich. Erstmal holen wir noch die Fritteuse. Die Salatdingens. Dann können wir die Liefertour einstellen und auch Salat verkaufen. Solange sollte unser Essen ja hoffentlich noch reichen. Ich hätte auch eigentlich gleich drüben bei uns parken können, ne? Eine Salatbar. Wahrscheinlich brauchen wir aber gleich noch eine zweite. Und eine zweite Fritteuse. Wegen dem Leute-Durchsatz, ne? Könnte ich mir vorstellen. Aber daran soll es ja letztendlich nicht scheitern. So, erstmal die Salatbar platzieren. Kommt dahin. Und die Fritteuse. Ist ganz schön groß. Warte. Salat und hier auf jeden Fall Pommes. Getränke so. Und die da hoch. Die dahin. Und dann einmal Getränke da wieder ran. So, dann lass mal eben gucken. Jetzt brauchen wir bestimmt noch eine zweite, oder? Halt, da warst du gerade. Ja, eine zweite Salatbar und eine zweite Fritteuse. Na super. So, jetzt müssen wir aber erstmal Lieferung einstellen. Futteria. Mindestlager 1000. Das sind zwei Kartons. Boah, 32 waren das, ne? 10, 20. 22. 32. Dann machen wir hier Hot Dogs 800. Dann reicht hier für 200. Und hier machen wir auch 800. Dann reicht hier erstmal für 200. Und dann müssen wir noch Lagerregale kaufen. Und uns gehen langsam die Bestände aus. So, ich gehe mal eben schnell was zu essen holen. Gleich nicht verhungern. So, einmal essen. Und dann müssen wir jetzt loslaufen und Klamotten holen. Weil wir da ja noch nicht die Lieferungen für haben. Das kriegen wir aber bestimmt hin. So, also noch eine Salatbar. Und noch eine Fritteuse. Dann wird es aber langsam eng in dem Schuppen da, ne? Huch. Verklickt. So. Ich hoffe, der Typ liefert dann bald Salat. Muss ich erstmal gucken, wo hier was drin ist. Klamotten. Zack. Zack. Was ist hier? Keine Klamotten. Diese Hopplos im Lager. Haben wir da noch? Drei verschiedene Sachen, ne? Moderne, moderne. Oh. Der andere Kram ist alle. Die klassische teure Herrenbekleidung ist leer.